Hallo? Hört mich jemand? Mein Name ist unwichtig. Falls jemand jemals diese Nachricht hören wird, solltet ihr wissen, dass keiner weiß, wieso oder warum die Welt im Chaos versunken ist. Alles begann im Jahr 2020. Bündnisse und Verträge wurden über Nacht gebrochen, diplomatische Beziehungen komplett eingestellt. Keine Nation hat mehr mit seinem Nachbarn gesprochen. Es war schrecklich. Doch das war erst der Anfang. Nach und nach folgten Kriegserklärungen ohne Ende, ohne jeden Sinn. Nationen wurden im Vorbeigehen dem Erdboden gleichgemacht. Es gab keine Regeln mehr, keine Gesetze, kein Mitleid. Nach und nach verschwanden ehemals große Nationen komplett von der Landkarte. Andere erstanden aus der Asche zu neuem Glanz auf. Die Opfer erreichten in wenigen Monaten die Millionen, inzwischen sogar die Milliarden. Ein Leben auf der Erde ist eigentlich nicht mehr zu denken. Wir kämpfen weiterhin tapfer und standhaft für unser Land. Doch ich befürchte, unser letzter Einsatztag ist heute gekommen. Unsere Feinde haben sich größtenteils zurückgezogen. Ich befürchte, wir werden demnächst ebenfalls Opfer eines Atomwaffenangriffs, wie so viele vor uns. Doch jeder soll wissen, wir haben aus Liebe zu unserem Land gekämpft. Und auch wenn wir heute sterben sollten, ist der Krieg noch nicht vorbei. Meine Kinder und deren Kinder werden weiterkämpfen. Wir werden uns niemals ergeben. Bis auch der letzte Feind ausgelöscht wurde. Oder wir alle gestorben sind. Falls das jemand hört, ich habe 9 Jahre mit meiner Division gekämpft. In Europa, Asien, Afrika und Amerika. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich auf dem Gewissen habe. Und ich habe so viele Kameraden verloren, dass ich schätzen müsste, wie viele es waren. Sicherlich mehrere tausend. Die meisten sind gestorben durch Drohnenangriffe, Scharfschützen und Hunger. Kämpft weiter, egal was passiert. Gebt niemals auf und vergesst nicht, für was ihr kämpft, für wen. Das gibt euch Kraft und lässt euch nicht verzweifeln, wenn ihr in der Nacht nicht schlafen könnt. Auf dass der Sieg uns gehöre, Kameraden. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Hearts of Iron 4 2020, der Chaos-Version. Und der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, okay, was heißt jetzt hier Chaos-Version? Warum machen wir schon wieder 2020? Das gab's doch erstmal am Anfang des Jahres. Und es wird ein paar Sachen werden anders laufen als das letzte Mal. Zum einen werden wir dieses Mal nicht die EU gründen, wir werden nicht irgendwie NATO gründen, wir werden kein großes Bündnis machen. Und ich habe die chaotischen Kriege aktiviert. Die chaotischen Kriege stehen dann quasi dafür, dass die KI automatisch deutlich mehr Kriege erklären wird. Das heißt, es wird deutlich mehr Kriege geben, es wird eine richtige Chaos-Version. Die gesamte Welt wird quasi im Krieg und Chaos versinken, sag ich jetzt einfach mal so. Und ich erhoffe mir davon eine ungeheuer spannende, unterhaltsame Kampagne für uns alle. Für mich zum Spielen, für euch zum Zuschauen. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Dürft natürlich gerne, falls ihr neu sein solltet, auch auf meinem Kanal ein bisschen vorbeischauen für viel Strategie jeglicher Form. Vielleicht lasst ihr sogar ein Abo da. Würde mich natürlich auch sehr freuen. Und für alle, die natürlich schon länger mit dabei sind, seit Monaten, Jahren vielleicht schon, ihr dürft natürlich wie immer auch gerne das Video bewerten. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten lassen wir das hier erstmal alles so, wie es ist. Wir tun erstmal das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ich bin natürlich auch sehr gespannt. Ja, wir haben jetzt keine Bündnisse. Wir werden auch keine Bündnisse haben. Also zumindest werde ich die Bündnisse durchgehend deaktivieren. Na gut, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich es genau mache. Ich möchte es natürlich so machen, dass es möglichst interessant zum Anschauen ist. Wir schicken unsere Truppen einfach mal zur tschechoslowakischen Grenze oder zur polnischen Grenze. Schicken wir sie zur polnischen Grenze aus Geschichtsgründen. Unsere Infanteriebrigade. Ja, das ist sehr teuer, ne? Was haben wir denn? Wir haben halt viel zu wenig mit. Wir haben nur. Hä? Warum haben wir denn so wenig Military Factories eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Das passiert, wenn man sein Land wieder ein paar Jahre Leuten überlässt, die keine Ahnung haben, was sie machen. Ja, das setzt uns schon mal in eine sehr, sehr schwierige Situation. Also wir haben es nicht einfach, das kann ich schon mal sagen. Es wird sehr, sehr schwierig. Und dadurch, dass die chaotischen Kriege aktiviert sind, wird es quasi im Laufe des Spiels viele, viele Kriege geben. Es kann auch passieren, dass wir vielleicht irgendwann mal in den Krieg rutschen. Es kann auch mal sein, dass wir irgendwann in den Krieg rutschen und dann quasi aus Versehen mal überrannt werden. Kann auch passieren. Aber man weiß es nicht. So, was ist jetzt los? Kosovo ist unabhängig. Montenegro ist unabhängig. Jawohl, herzlichen Glückwunsch für die Unabhängigkeitserklärung dieser 2 Nationen. Und da bin ich mal gespannt, wo dieses Projekt endet. Weil das Problem, was ich mit dem ersten Deutschlands Wiederaufstieg Beginn 2020 hatte, war, dass es einfach ein bisschen zu langweilig war, fand ich. Es war einfach zu uninteressant.
Wir waren ziemlich schnell die EU und waren dann schon die größte Nation der Welt quasi. Und dann war das Spiel eigentlich schon vorbei, mehr oder weniger, weil dann ist halt nichts mehr Interessantes passiert. Ja, weil wir ja quasi schon die Weltmacht Nummer 1 waren. Achso, ich sollte vielleicht mal einen nationalen Fokus machen. Jeder denkt sich so, warum macht er denn nichts? Warum macht er denn keinen nationalen Fokus? Wir fangen erstmal mit ökonomischen Fokus an. Weil wenn ich jetzt natürlich hart geschlafen habe, ich habe schon mal direkt 40 Tage verschwendet. Und ihr seht auch, es ist das Jahr 2020. Aber bei den Forschungen und dem Forschungsbaum haben wir noch das Ganze am Anfang. Das habe ich gemacht, damit wir zwar das Jahr 2020 haben, aber noch unsere eigenen Entscheidungen treffen können. Weil die Mod-Version wäre dann in dem Fall das Jahr 2016 gewesen. Und da hätte man dann schon die meisten Entscheidungen getroffen gehabt. Und das war mir jetzt ein bisschen zu doof. Deswegen habe ich mich jetzt einfach dafür entschieden. Und wir können jetzt aktuell keinen Krieg justifieren. Das geht jetzt aktuell nicht, weil die World Tension noch nicht hoch genug ist. Es sind erst 2%. Das heißt, wir sind jetzt erstmal ganz entspannt dabei, uns vorzubereiten für das, was kommen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Ich weiß ja nicht, ob überhaupt irgendeine Nation schon Kriegsziele rechtfertigen kann durch diese chaotischen Kriege. Das ist übrigens von der Mod hier, die ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung packe, ist es eine Submod. Ja, das ist quasi eine Mod in einer Mod. Und diese Mod sorgt quasi dafür, dass viele, viele Kriege erklärt werden normalerweise. Ob mal das funktioniert auch so, wie es soll. Weil wenn nicht, dann muss ich neu aufnehmen. Falls ich da aussehen irgendwas mal was irgendwann mal... Okay. Somalia hat Somaliland den Krieg erklärt. Da gibt es schon den ersten Krieg. Da die Capricious Wars. Die müssten eigentlich an sein. Also ich habe normalerweise alles aktiviert. Man sieht halt leider nicht, was man aktiviert hat. Das ist so leider das einzige Problemchen, was ich habe. Apply to join EU. Nee, wir haben ja auch extra alles aufgelöst. Es gibt keine NATO. Es gibt keine NATO. Es gibt keine EU. Es gibt keine Bündnisse. Jede Nation steht für sich alleine. Das sehen wir auch hier. Wir haben hier Nationalspirit nur noch Bundeswehr und German Legacy. Die German Legacy ist trifft Richtung Faschismus und Kommunismus minus 0,04. Und wir haben gute Beziehungen mit Frankreich. Das halte ich jetzt für ein Gerücht, um ehrlich zu sein. Dass wir gute Beziehungen mit den Baguettes haben. Aber angeblich haben wir sie. Bin ich dagegen. Ich bin grundsätzlich gegen sowas. Und Northern Ambitions. Schweden möchte neutraler werden. Nee. Nein, Schwaden. Schweden wendet sich ab von den neutralen Politiken und möchte eher... anerkannter werden quasi. Und Somaliland hat Somalia den Krieg erklärt. Es sieht scheinbar so ein bisschen nach Bürgerkrieg aus hier, um ehrlich zu sein. Die haben, schauen wir mal, was die 2 bis 6 Divisionen. Iran hat Arakchak den Krieg erklärt, 2 bis 7, also ziemlich gleich starke Divisionen. Iran hat Arakchak den Krieg erklärt, wer ist denn das? Oh, die Armen. Die tut mir fast schon ein bisschen leid, weil die werden gleich zerstört werden. Wir müssen auf alle Fälle ein bisschen Sachen bauen. Ich habe die ersten 3 Monate komplett verpennt, fällt mir gerade auf. Mir sagt auch keiner was, dass ich hier gerade alles verpenne. Brauchen Motorized, was brauchen wir noch? Artillerie, Mechanized, ach Gott. Wir brauchen so viel und wir haben nichts, wir haben keine Ressourcen. Wir haben keine Ressourcen, wir haben gar nichts. Ach Gott, wir haben keine Fabriken. War das letztes Mal auch schon so schwer? Oder habe ich das einfach übergangen, indem ich dann einfach die EU gegründet habe? Ich glaube, das habe ich einfach übergangen. Armored Personal Carrier brauchen wir noch. Sind das die da? Ah ja. So. Mal gespannt, wie viele Jahre das dauert, das ganze Zeug hier zu bauen. Ohne Fabriken, ohne Ressourcen. Gucken wir, dass wir noch ein bisschen Rubber mit den Thais handeln. Und ein bisschen Wolfram. Ja, ich weiß, ich sollte dazu nicht Rubber sagen. Ich sollte das ganze Gummi nennen. Gibt dir nur wieder Beschwerden, dass ich mich da ein bisschen zu sehr in die englischen Begriffe verflüchte. Der erste Krieg ist über. Azak wurde von Iran übernommen. Tunesien hat Algerien den Krieg erklärt. Und wir müssen auch wirklich dazu sagen, es kann wirklich passieren, dass wir hier richtig Probleme bekommen im Laufe des Spiels. Dass wir hier quasi keine wirkliche Supermacht jemals werden oder dass wir hier irgendwie Probleme bekommen. Es kann alles sein, es ist alles möglich. Diese chaotischen Kriege stellen eben das Spiel komplett auf den Kopf. Also man weiß nicht, was passiert. Und das ist eben auch das, was es so spannend macht. Wir spielen im Jahr 2020. Ungarn hat Panama hat Costa Rica den Krieg erklärt und Ungarn hat Slowenien den Krieg erklärt. Schau, die dürfen alle Kriege erklären, aber ich nicht, oder was? Das Problem ist auch, diese ganzen Kriegserklärungen, die verursachen keine World Tension gefühlt. Also wenn man den Krieg erklärt, verursacht erstmal keine World Tension, alles andere schon. Ich fühle mich auch gerade ein bisschen benachteiligt, muss ich gestehen, dadurch, dass ich hier keine Kriegsziele justifieren kann. Aber ich habe mir vorgenommen, ich werde hier nichts manipulieren. Also ich werde das wirklich so spielen, wie es hier ist. Das Einzige, also ich werde jetzt hier nicht irgendwelche Mods nutzen, um uns irgendwelche Vorteile oder Änderungen zu verschaffen. Das machen wir nicht. Nein.
Nein, nein, nein. Aber was wir machen könnten, ist, wir könnten faschistisch werden, oder? Können wir das? Den Rechten. Wir können den Kaiser wieder, oder? Das Reich. Pass auf, wir machen Ideologiefokus. Wir holen vielleicht den Kaiser wieder zurück. Das weiß ich noch nicht, was wir machen. Mal schauen. Was da die klügste Wahl wäre. Oder wisst ihr was? Wir machen das Ganze. Also normalerweise mache ich es ja so, dass ich ein Projekt immer komplett im Voraus aufnehme. Aber wisst ihr was? Wir machen das hier jetzt mal komplett anders. Wir gehen jetzt mal einen anderen Weg. Ich gebe euch hier die Möglichkeit, diesem Projekt mitzubestimmen. Zumindest für alle die das hier live sehen. Die sich das natürlich ein paar Jahre später anschauen oder so, die haben jetzt natürlich keine Möglichkeit mehr. Aber ihr dürft entscheiden. Machen wir es doch einfach mal so. Machen wir es doch einfach mal ein bisschen anders. Und zwar dürft ihr entscheiden. Also wir gehen jetzt... Oder nee, wir machen es ganz anders. Ihr dürft komplett entscheiden, ob wir kommunistisch oder faschistisch gehen. Und was wir dann machen sollen, wenn wir einen der zwei Wege gehen. Den ganz linken Weg werden wir nicht gehen, weil das die EU ist. Da ich gerade kein Interesse dran. Mal gut, wir könnten vielleicht sogar noch den anderen Weg wählen. Also wir könnten noch den German Freedom Weg wählen. Also den EU-Weg, den lassen wir raus. Aber ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, was eure Entscheidung ist. Was ist euer Wunsch? Möchtet ihr, dass wir Richtung Faschismus gehen und dann Kaiser oder Reich wieder auferstehen lassen? Sollen wir kommunistisch werden? Oder sollen wir unsere Freiheit wählen und dann die deutsche Freiheit? Das ist eure Entscheidung. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Sollten da keine passenden Kommentare kommen oder sollten sich da in den Kommentaren nichts herausfinden lassen, was da gewählt oder gewünscht wurde, dann dürft ihr, dann entscheide ich selber. Was zur Hölle? Ukraine hat Polen den Krieg erklärt. Das ist sehr schlecht für mich, dass die Ukraine jetzt Polen den Krieg erklärt. Weil das heißt für mich nämlich am Ende des Tages, dass mein Ziel, Polen anzugreifen, Geschichte wird. Wobei Polen, die Ukraine, also sind zwei sehr starke Nationen, ne? Das sind zwei gleich starke Nationen. Polen ist vielleicht sogar stärker als die Ukraine. Okay, das ist jetzt krass. Also was hier schon abgeht, Ungarn hat auch die Slowakei besiegt. Ja, Russland hat auch irgendjemanden gerade den Krieg erklärt. Ich habe das zu schnell weggeklickt. Russland hat Tschetschenien den Krieg erklärt. Das wird eine ganz kurze Sache, die armen Tschetschenen. Ich habe keine Hoffnung für die Tschetschenen. Ja, haben kapituliert. So, Simbabwe hat Sambia den Krieg erklärt. Honduras, El Salvador und Niger, Burkina Faso. El Salvador gegen Honduras. Das ist ein ziemlich kurzer Krieg wahrscheinlich am Ende des Tages. Ja, das wird Honduras höchstwahrscheinlich für sich entscheiden, das Duell. Und ich bin hier, ich sitze hier so und versuche da meine Wirtschaft aufzubauen. Traurig. Das ist richtig traurig gerade, muss ich gestehen, dass wir so ein trauriges Schicksal haben. Ja, politische Advisors. Gibt es denn irgendwas Sinnvolles? Könnte ich vielleicht gleich in... Wobei, ich brauche jetzt noch keinen einstellen, solange ich nicht weiß, was ihr wollt. Ich weiß nicht mal, ob es klug ist, jemanden in die Offensive oder in die Defensive zu stellen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was hier klug ist gerade. Haben wir denn was mit Infanterie? Kommando, Special Forces, habe ich kein Infantry Division Attack plus 5% und Defense plus 10%. Das trifft natürlich auch auf die mechanisierte Infanterie zu. Ja, das ist natürlich nicht nur für die Fußinfanterie, sondern auch für die mechanisierte Infanterie. Es ist wichtig, dass es Infanterie ist. So, wir könnten natürlich unsere Economy noch sowas einstellen, da haben wir nicht genug politische Macht für. Wir kriegen auch nur 0,78 pro Tag. Weil Gründe. Eritrea hat irgendjemanden gekriegt. Finnland gegen Norwegen, das ist interessant. Die prügeln sich dann da oben rum. Also ich weiß nicht, wie lange dieses Projekt dauert. Ich weiß auch nicht, wie es ausgehen wird. Ich weiß nur, es könnte sehr lange dauern. Und ich weiß, es könnte auch ein chaotisches Projekt werden. Das Einzige, was ich weiß, ich möchte das Projekt bis 2021 zu Ende haben. Damit wir dann 2021 neues Projekt starten können. Was natürlich dann 2021 heißt. Deutsches Wiederaufstieg beginnt 2021. So. Sambia hat kapituliert. World Tension liegt bei 6% in der Zwischenzeit. Um Justify... Ach, wir sind Demokraten. Wir sind Demokraten. Was ja eigentlich totaler Bullshit. Ach nee, das sind Kommunisten. Ah, deswegen haben die Polen den Krieg erklärt, weil sie Kommunisten waren. Deswegen können sie Krieg erklären. Ah. Und wir können aktuell gar keinen Krieg erklären, weil wir Demokraten sind. Ja, Story of my life ist gerade ein bisschen unfair, wenn ihr mich fragt. Chile hat Peru den Krieg erklärt und Schweden hat auch Finnland den Krieg erklärt. Oh, das ist jetzt ärgerlich für Finnland. Norwegen und Schweden gegen Finnland, das wird wahrscheinlich für Finnland schlecht enden. Die werden wahrscheinlich demnächst kollabieren. Laos gegen Kambodscha, das ist eher irrelevant. Aber Chile ist im Krieg mit Peru. Das ist so auch so ein Krieg, den gibt es auch jeden Tag gefühlt. Und ich bin auch gespannt, wie sich das performance-technisch entwickelt. Algerien hat Tunesien doch den Krieg erklärt, oder? Aber Algerien wird gerade von Tunesien zerstört.
Tunesien mit 5 bis 15 Divisionen, Algerien mit 1 bis 7 Divisionen. Das heißt, Tunesien wird den ersten afrikanischen großen Krieg gewinnen. El Salvador hat kapituliert. War zu erwarten, hat aber länger gedauert als gedacht. Costa Rica hat auch kapituliert. In dem Fall hat es allerdings keine großen Auswirkungen, weil einfach nur die Regierung geändert wurde in den Nationen. Pakistan hat Afghanistan den Krieg erklärt. Aha. Das ist auch immer ein interessanter Krieg, Pakistan gegen Afghanistan. Aber es sieht so aus, als ob hier Pakistan da doch ziemlich... Ja, okay, Pakistan ist auch verdammt stark, sehe ich gerade. Unzählige Divisionen. Und das, was dazu kommt, das darf man auch nicht vergessen. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass mehr oder weniger... dass mehr oder weniger... jeder Krieg natürlich auch Manpower kostet, ne? Also... die Länder kämpfen alle und kämpfen immer weiter und es gibt immer mehr Kriege und am Ende des Tages haben die natürlich dann auch keine Manpower mehr. Lettland gegen Litauen ist auch ein Krieg. Sieht eher so aus, als ob Litauen diese ganze Geschichte für sich entscheiden wird. Finnland wird demnächst surrendern und wir können einfach nichts machen. Das ist gerade ein bisschen traurig. Ich fühle mich hier rassistisch ausgegrenzt. So, jeder darf Krieg spielen, aber ich nicht. So, das haben wir alles. Dann tun wir mal hier die Produktion erhöhen. Dass wir das Zeug irgendwann noch voll haben am Ende des Tages. Was brauchen wir denn wieder? Rubber. Meine thailändischen Freunde, ich brauche mehr Rubber. Ich muss mehr Rubber mit euch handeln. So, Algerien hat komplett kapituliert. Fast. Ein kleines bisschen, was gibt es noch von Algerien? Tunesien hat sich große Gebiete geholt. Mauretanien hat hier Krieg gegen Saharawi. Und jetzt hat Marokko Algerien den Krieg erklärt. Das ist natürlich ein richtiger Low-Move, wenn ihr mich fragt. Jemanden den Krieg zu erklären, der schon quasi geschlagen am Boden ist und gar keine Truppen mehr hat und dann einfach nochmal über den hinwegzufallen, wie so eine Made. Das ist sehr uncool. Das finde ich echt unschön. Saudi-Arabien hat den Krieg erklärt gegen Oman. Naja, das sind jetzt alles so kleine Nachbarschaftskriege, aber Oman ist gar nicht so schwach. Da müssen die Saudis aufpassen. Ich weiß zwar nicht, wer hier gewinnt, Oman oder Saudi-Arabien, um ehrlich zu sein. Das ist ein interessanter Krieg. Also mich würde es nicht mal wundern, wenn jetzt Oman Saudi-Arabien zerstören würde. Der Krieg Polen gegen Ukraine. Polen hat in der Zwischenzeit doch deutlich mehr Manpower. Oman hat kapituliert und wurde gepuppetet. Verluste der Ukraine 68.000-70.000. Ja, die haben Krieg erklärt. Afghanistan wurde zum Puppet gemacht. Ja, Verluste von Polen sind ein bisschen geringer als die von der Ukraine. Also ich denke mal, Polen wird auf lange Sicht den Krieg gewinnen. Und das ist relativ interessant, weil das heißt, dass Polen hier neue Supermacht werden könnte. Während wir hier gemütlich bei 17% World Tension umhergammeln und ich nicht weiß, was ich machen soll. Naja. Wird sehr spannend. Wir bauen jetzt erstmal weiter auf. Also das Problem ist halt auch, es kann halt passieren, dass wir da einfach überrannt werden später mal. Auch wenn ich das persönlich... Senegal hat Mauretanien den Krieg erklärt, Togo hat Burkina Faso den Krieg erklärt. Also das Ding ist, die führen jetzt natürlich alle Krieg. Und die kriegen jetzt natürlich auch keine Core-Region. Ja, also Polen erobert die Ukraine. Das bringt denen allerdings nicht so viel im ersten Blick jetzt mal. Die kriegen die Factories. Okay, das ist powerful. Aber die kriegen halt nicht unbegrenzte Manpower dazu, weil das natürlich keine Core-Gebiete sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie in ein paar Tagen dann 2 Milliarden Polen gegen uns haben. Myanmar hat Thailand den Krieg erklärt. Ja, also wir haben mit Deutschland einen sehr, sehr schwierigen Start jetzt natürlich. Ne? Deutschlands Wiederaufstieg beginnt 2020. Die Welt versinkt im Chaos, hat's geheißen, ja. Das tut sie auch. Die Welt versinkt wirklich im Chaos und die deutsche Rolle in der Welt ist aktuell noch unbekannt. Deutschlands Wiederaufstieg beginnt vielleicht doch eher erst 2030 gefühlt. Aber wir blicken natürlich positiv in die Zukunft. Sobald die deutsche Regierung da einen Weg gefunden hat, aktuell ist Gerhard Schröder wieder eingesetzt worden. Der war ja in Rente, ist dann nochmal zurückgeholt worden, um da Deutschland durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Minus 10% politischer Power Gain. Venezuela hat Trinidad und Tobago den Krieg erklärt. Das ist natürlich ärgerlich für Trinidad und Tobago. Dass die hier jetzt gegen Venezuela kämpfen müssen, weil die werden wahrscheinlich gar keine Chance haben. Um ehrlich zu sein. So, machen wir weiter mit Forschungen. Machen wir hier. Tu mal ein bisschen industrietechnisch das Ganze weitermachen. Ich weiß nicht, warum ich hier aktuell so alles ein bisschen übersehe. Es tut mir wirklich sehr leid. Normalerweise spiele ich nicht so verwirrt, aber ich habe irgendwie jetzt so das Gefühl heute, dass so viel passiert, dass ich die Hälfte die ganze Zeit übersehe. Das tut mir sehr leid. Das ist echt keine Absicht. So, versuche da auch mein Bestes zu tun, dass das nicht weiter vorkommt hier. Military Build-Up 1 ist erforscht. Dann machen wir als nächstes Civilian Build-Up.
Die Schweiz hat Österreich den Krieg erklärt, das ist der Klassiker. Die Schweiz gegen Österreich. Und wir können nicht eingreifen. Ich würde jetzt hier gerne mal ein, zwei Nationen angreifen, aber nein, ich habe mir vorgenommen, das machen wir dieses Mal nicht. Wir werden diesmal nicht snowballen wie so eine kleine Flocke. Wir werden das Spiel so nehmen, wie es ist. Wir werden die Mod so spielen, wie sie es vorsieht, dass sie gespielt wird. Wir sind eine demokratische Nation aktuell. Wir sind Sozialdemokraten. Sozialdemokraten können keinen Krieg erklären aktuell. Sollte das Deutsche Reich umschwenken in der nächsten Folge, dann werden sie umschwenken. Dann ist es so. Aber jetzt aktuell nicht. Jetzt aktuell ist das Ganze eher etwas passiver gehalten. Wir müssen jetzt halt einfach die Zeit nutzen, uns aufzubauen. Das ist halt quasi das Wichtigste. Wie wir das am besten machen, das wird sich zeigen. Wir könnten bessere Waffen erforschen. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht sollten wir wirklich einfach Industrie weiter pushen. Dass wir einfach einen Industrievorteil haben, wenn die alle Krieg führen. Vielleicht machen die ja was anderes. Ich weiß nicht, was sie machen. Polen wird jetzt jedenfalls in dem Moment die Ukraine besiegt haben und wird dann wahrscheinlich auch die Ukraine... Wobei, ich weiß nicht. Polen ist sozialdemokratisch. Kann sein, dass sie keine Gebiete erobern. Die Ukraine hätte bestimmt Polen komplett besetzt oder zum Puppet gemacht. Ich glaube, Polen wird es nicht machen, weil Polen eben ein Puppet ist. Nepal hat surrendered und wurde jetzt zum Vasallen gemacht von China. China tut quasi seine Macht weiter ausbreiten. Die chinesische Regierung setzt weiterhin auf Expansion. Wir haben 18% World Tension. Es gibt überall kleinere Konflikte, aber noch ist nichts Großes passiert. Äthiopien möchte Investment von uns haben. Minus 10 politische Power. Äthiopien bekommt plus 30 politische Power. Kann ich das nicht ablehnen? Doch, kann ich auch ablehnen. Ich habe kein Interesse daran, Äthiopien zu unterstützen. Warum weiß ich nicht, wie es mit Äthiopien weitergeht in Zukunft? So, ja gut, da gibt es ein paar schnelle Kriege. Mexiko hat Guatemala den Krieg erklärt. Mexiko gegen Guatemala, das dürfte auch ein kurzer Krieg werden. 4 bis 10 Divisionen gegen um die 30 bis 40 Divisionen. Die sind doch alle schon so mega stark, ne? Österreich gegen die Schweiz. Da hat die Österreich hatte eine Region erobert, wollte ich gerade sagen. Wurde gerade eben zurückgedrängt. Erfolgreich, wohlgemerkt. Erfolgreich zurückgedrängt. Damit hat sich das erledigt mit Österreichs Ambitionen, da groß gegen die Schweiz zu kämpfen. Ich denke mal, das wird ein längerer Krieg hier. Das wird eine Weile dauern, bis der entschieden ist. Können wir eine Decision technisch eigentlich noch so machen? Snap Elections? Was bringt uns denn das? Snap Elections. Eine frühere Wahl. Das wäre quasi etwas, wenn wir dann schnell auf Faschismus wechseln wollen. Oder Kommunismus oder was auch immer ihr bestimmt. Ich muss übrigens auch dazu sagen, dass ich plane dieses Projekt dann wieder zweimal die Woche. Heißt aber nicht, dass es auch zweimal die Woche kommt, ne? Vielleicht kommt es auch dreimal die Woche oder viermal oder auch nur einmal. Das ist halt wieder das Problem mit so einem Projekt wie dem hier. Warum kann ich... Ich kann nur eine der zwei Seiten auswählen. Das ist schon ein bisschen Bullshit. Wir nehmen natürlich das Military Build-Up. Wir brauchen dringend mehr Sachen hier. Trinidad und Tobago wurde zum Puppet gemacht. So. In 50 Tagen haben wir unsere Generation 2 Mechanized auch mal fertig. Und aktuell, ja, CDU, CSU unter Angela Merkel, die Angela Merkel lässt es natürlich nicht auf sich sitzen, dass die hier einfach so übernommen wurde von Gerhard Schröder. Das passt ihr natürlich nicht. Deswegen versucht sie natürlich zurück an die Macht zu kommen. Und Kroatien, einige Nationen haben surrendered, Slowenien hat surrendered, hat aber noch eine Provinz behalten dürfen, freundlicherweise. Polen gegen Ukraine. Der Krieg geht noch immer weiter. Der Krieg läuft immer weiter. Guatemala hat kapituliert. Die Djibouti hat kapituliert. Aber die Ukraine gibt, wie gesagt, nicht auf. Also die kämpfen noch hier vehement. Schauen wir kurz bei den Current Wars, wo der Krieg zwischen Polen und der Ukraine denn aktuell sich versteckt. Da ist er. Polen mit 83.000 Verlusten. Ukraine mit 225.000 Verlusten. Also die Verluste auf der ukrainischen Seite sind deutlich höher. Kiew hat auch, glaube ich, schon zweimal den Besitzer gewechselt. Ich glaube, Kiew war schon mal im Besitz von Polen. Haben sie auch jedes Mal wieder geschafft, Kiew nochmal zurückzuerobern. Auch hier jetzt gerade. Die erobern hier gerade Gebiete zurück, die Ukraine. Und ich würde dem Polen jetzt so gerne in den Rücken fallen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gerne ich dem Polen in den Rücken fallen würde. Das Problem ist, dass diese chaotischen Kriege nicht auf uns zutreffen. Nur weil die KI ganze Zeit hier irgendwelche Kriegsgründe kriegt, kriege ich keinen. Das ist leider ein bisschen unfair. Aber so ist es halt. So, eine
Civil Factory, dann machen wir das mal. Unternehmenssteuerreform. Plus ein Civil Factory, plus 2% Stabilität, das ist gut. Mehr Factories sind auch immer gut. Der nächste Frieden wurde gemacht. Äthiopien hat gegen Somaliland gewonnen. Oder geht der Krieg weiter? Also die sind hier mit einigen im Krieg, Äthiopien. Die sind jetzt gerade mit Kenia im Krieg, aber die sind auch mit ihren ganzen Nachbarn im Krieg. Also ein bisschen so Battle Royale. Ne? Man kämpft hier so gegen seine ganzen Nachbarn. Die Arabischen Emirate haben Oman den Krieg erklärt, was? Hä? Achso, die da oben. Ha. Ah, und damit sind die natürlich auch im Krieg mit Saudi-Arabien. Was dumm ist, weil Saudi-Arabien wird die wahrscheinlich gleich zerquetschen. Denke ich. Jemen ist auch im Krieg mit Saudi-Arabien. Er wird spannend. Saudi-Arabien hat jetzt einige Feinde an den Grenzen. So, Reactionary Fourth Estate will decrease. Ist okay, no problemo. Sudan hat den Dschihad ausgerufen und Oman hat kapituliert. Ging ziemlich schnell. Und wir haben eine neue Division, unsere erste neue Infanteriedivision. Mensch, hätte ich nicht gedacht, dass wir das nochmal erleben. Wir brauchen weiterhin Generation 2 Mechanized ohne Ende. An denen scheitert's. Paraguay hat Argentinien den Krieg erklärt. Kann man mal machen. Hätte ich jetzt allerdings in Däne ihrer Stelle nicht gemacht. Na, wobei, divisionstechnisch ist es gleich stark und Paraguay hat gute Grenzen zum Verteidigen. Das heißt, wenn Argentinien sich jetzt hier übernimmt, dann könnte es passieren, tatsächlich, dass Paraguay den Krieg gewinnt am Ende des Tages. Sofern jetzt hier keine anderen Nationen sich einmischen, natürlich. Kenia hat auch kapituliert. Ruanda, Uganda. Es sind fast alle gleich irgendwie. Ah, jetzt war es das mit der Ukraine gleich. Jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es das war mit den Ukrainern. Jetzt schaffen sie es nicht nochmal. Ich hatte vielleicht ganz kurz gedacht, okay, vielleicht schaffen sie es nochmal zurückzuschlagen. Aber ich glaube nicht, dass sie das nochmal schaffen. Ende des Tages hat die Ukraine den Polen den Krieg erklärt, aber ist gescheitert. Das ist quasi das Fazit der ganzen Geschichte. Wenn man hier ein Fazit setzen müsste. So, Osthilfe, was bringt mir das eigentlich? Infrastruktur, Naval Base. Ja, aber wie gesagt, mir wäre es lieber, wir könnten uns einen Fokus auswählen, aber das kann ich aktuell noch nicht, weil die Folge noch nicht vorbei ist und ich noch nicht weiß, was ich machen soll, eurer Meinung nach. Ihr dürft natürlich auch gerne den Kommentar hochliken, der euch gefällt, mit meinem weiteren Vorgehen, was den Fokus angeht. Ja, für die Ukraine selber schaut es eher schlecht aus, ne? Die Krim ist mal wieder gefallen. Was auch sonst? Wer hätte es gedacht? War auch niemals anders. Die Krim war ja nie im Besitz von der Ukraine, ne? Entweder Russland oder jetzt Polen. Ansonsten hält sich das kriegstechnisch der Großnation eigentlich in relativen Grenzen, ne? Das sind eigentlich so mehr oder weniger immer nur so die Kleinnationen, die aktuell Kriege führen. Österreich gegen Schweiz. Ja, das wird ein ewig langes Duell, bis sich eine andere Nation einmischt in dieses ganze Geschehen. Okay, Russland hat Estland den Krieg erklärt. Also Russland ist wirklich serious, ne? Die sind wirklich sehr, sehr machthungrig. Haben auch schon um die 60, 70 Divisionen. Die sind eine richtig große Gefahr für die Welt. Die Russen mal wieder. Bin gerade am Überlegen. Warte mal, ich könnte natürlich auch einfach Infanteriedivisionen mal rekrutieren. Fällt mir gerade ein. Die sind etwas billiger wie Infanteriebrigaden normalerweise. Ja, natürlich fehlt es mir da wieder an Military Fabrics, um das Ganze auch erfolgreich hier bauen zu können. Das ist das Problem. Können wir denn irgendwas bauen, dass wir Rubber bekommen? Das hier, wenn dann. Aber dafür müsste ich erstmal was erforschen. Schwierige Geschichte. Irak hat der Türkei den Krieg erklärt. Auch interessant. Argentinien hat gegen Paraguay gewonnen. Das ging schneller als erwartet. Außerdem hätte ich nicht gedacht, dass Paraguay verliert. Die Türkei ist im Krieg mit dem Irak und Armenien. Hello Darkness, my old friend. Und Armenien hat einige Divisionen. Irak hat auch einige. Die sind alle verdammt stark. Alle Nationen sind so unglaublich stark irgendwie. Außer wir. Wir sind mega schwach. Kann man hier eigentlich ganz normale Infanteriedivisionen rekrutieren? Nee, kann man nicht. Ist alles mechanisiert. Schade eigentlich. Könnten die mal rekrutieren lassen, trainieren lassen, wobei es bringt auch nichts. Wir sind schon alle auf Stufe 3, mehr oder weniger. Ja, uns bleibt wirklich nichts anderes übrig, als weiter abzuwarten. Und ich bin schon sehr gespannt, was euer Wunsch ist, was wir hier wählen sollen.
von der politischen Ausrichtung. Schauen wir mal, was da rauskommt am Ende des Tages. Hätte ich eigentlich hier irgendwas machen können, dass ich irgendjemanden den Krieg erkläre? Nee, hätte ich nicht, oder? Das ist alles nur befreunden, befreunden, befreunden. Nee, das ist nicht. Das hier ist das Wichtige. Und da bin ich sehr gespannt, was euer Wunsch ist. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Die erste Folge Deutschlands Wiederaufstieg 2020 2.0 Chaos-Version ist vorbei. Die nächste Folge wird genauso spannend und chaotisch wie diese. Ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut. Tschüss.